Maja! Maja, wo bist du? Maja, wo bist du denn? Hier! Ah! Ist was passiert? Ich hatte Angst, dass du verschwindest. So wie all die anderen Bienen. Weißt du, ganz oft höre ich den Satz, früher, wenn ich Auto gefahren bin, dann war die Windschutzscheibe voller Insekten. Alles voll. Heute nichts mehr. Stimmt, das sagt aber auch viel darüber aus, wie wir die Natur wahrnehmen. Ne? Wenn wir schon zählen, wie viele wir von denen plattgefahren haben. Jetzt sind Insekten aber nicht nur nervig und wollen immer was von meinem Eis abhaben, sondern auch extrem wichtig. Ja, Bienen, Hummeln und Schmetterlinge bestäuben Blumen und Blüten und sorgen so für die Vielfalt der Tiere und Pflanzen und für unser Essen. Leider finden sie selbst immer weniger Nahrung. Und deswegen müssen wir alles dafür tun, dass die Biene sprichwörtlich nicht die Fliege macht. Und damit sind wir schon beim Thema der heutigen Sendung. Dem Zukunftsbild der Landwirtschaft. Die ist nämlich systemrelevant und steht vor großen Herausforderungen. Das Klima schützen, die Artenvielfalt erhalten und unsere Ernährung sichern. Die Landwirte haben also einiges vor der Brust. Das Ganze noch mit Starkregen, Dürreperioden, steigenden Temperaturen. Aber es wird natürlich schon nach Lösungen gesucht. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Übrigens, woher wusstest du, dass mein zweiter Vorname Maja ist? Echt jetzt? Was durch meine Hände rinnt, ist buchstäblich der Nährboden für unser Überleben. Die Erde. In ihr wächst alles heran. Geht es ihr gut? Geht es den Pflanzen gut? Geht es uns Menschen gut? Doch wie ist es um unsere Ackerböden bestellt? Was können Landwirte tun, damit der Boden fruchtbar bleibt? Und welche Rolle spielt das Klima? Wir sprechen mit Menschen, die sich auskennen. Aber vorher machen wir uns mal schlau über unsere heimische Landwirtschaft und ihre Geschichte. Die Geschichte der Landwirtschaft ist eine Geschichte der Anpassung und Innovation, in der die Menschheit gelernt hat, die Natur zu nutzen und Nahrungsmittel für eine stetig wachsende Bevölkerung bereitzustellen. Die Anfänge liegen etwa 10.000 Jahre zurück, als Jäger und Sammler in der Jungsteinzeit sesshaft werden und beginnen, Pflanzen anzubauen und Tiere zu domestizieren. Im Laufe der Zeit passten die Menschen die Umwelt systematisch an ihre neuen Bedürfnisse an. Ob mit Kanalsystemen im alten Ägypten zur Bewässerung der Böden oder Terrassenfeldern für den Reisanbau in hügeligen asiatischen Landschaften. Und es entstehen neue Berufe, damit Einkommen und Handel. Maschinen wie der Pflug, die Dreschmaschine und später der Traktor erleichtern im Zuge der industriellen Revolution die Feldarbeit und erhöhen die Produktivität. Doch die starke Beanspruchung laugte die Böden aus. Seitdem hilft Dünger, die Erträge zu steigern, hat uns geholfen, über Hungersnöte zu kommen, aber auch Auswirkungen auf Umwelt und Artenvielfalt. In den letzten Jahrzehnten hat sich die Landwirtschaft weiterentwickelt. Ihr Ziel, resiliente Böden, um mit dem Klimawandel klarzukommen. Wie kann das funktionieren? Mein Weg führt mich nach Euskirchen. Hier südwestlich von Köln bewirtschaftet Dr. Ulrich Müller von Blumenkron mit seinen Partnern große Flächen Ackerland. Mit modernster Technik sowie einem hohen Wissensstand seiner Mitarbeiter versucht der rheinische Landwirt, so nachhaltig und boden- sowie umweltschonend wie möglich zu wirtschaften. Hallo! Guten Tag. Kein einfacher Vorsatz, zumal der Klimawandel mit Dürreperioden und Starkregen die Landwirte von Jahr zu Jahr mehr herausfordert. Dürre in tiefen Bodenschichten verringert die Ernteerträge und minimiert die Planungssicherheit. Der Regen ist kriegsentscheidend. Wir merken natürlich, dass der Regen manchmal weniger, manchmal mehr wird, oftmals, und dass es manchmal sogar das Schlimmste extrem schlecht verteilt ist. Das heißt, wir haben sehr viel im Frühjahr, dann ab April keinen Regen mehr bis zur Ernte, dann im Herbst, wenn wir wieder säen wollen, eigentlich zu viel. Und was können Landwirte tun, um nachhaltig trotzdem den Boden ertragreich zu machen? Also den Boden ertragreich zu machen, das ist eine spannende Frage. Wir beschäftigen uns im Grunde genommen eigentlich tagtäglich damit, ihn erstmal ertragreich zu halten. Wir versuchen heute eigentlich eben das Bodengefüge, und zwar sowohl in der Struktur als auch im Bodenleben, allen Inhaltsstoffen, allen Nährstoffen, die der Boden braucht, ins Gleichgewicht zu bringen. Da verwenden wir sehr viel Zeit, auch Geld und Muße drauf. Und das ist auch ein Bereich, der
sag mal, im Moment in der Forschung doch stark zunimmt. Ich lerne, wir brauchen resiliente Böden, um mit dem Klimawandel klarzukommen. Die Technologie kann dabei als Instrument dienen. Dank der entsprechenden Mechanisierung stemmt Dr. Ulrich Müller von Blumgrund seinen Großbetrieb mit nur 4 Mitarbeitern. Einer davon ist Betriebsleiter Christoph. Ja, das ist der wichtigste Mann. Ich lasse euch dann alleine. Dankeschön. Was ist das denn für eine Riesenmaschine hier? Ja, das ist einer unserer großen Schlepper, den wir hier für verschiedenste Arbeiten einsetzen. Ist eine schwere Maschine, aber heute mit der modernen Technik kriegen wir es hin, den Bodendruck gering zu halten und eben den Boden dadurch nicht zu verdichten oder zu schädigen. Wir sagen immer, wir versuchen den Boden nicht zu vergewaltigen. Früher ist man mit dünnen Reifen, viel zu oft mit schmalen Maschinen, ich will nicht sagen Reifen an Reifen, aber sehr nah an sehr nah gefahren. Wir versuchen heute eigentlich mit großen, breiten Reifen, mit wenig Bodendruck und immer breiter werdenden Maschinen den Boden zu bearbeiten, damit man eben weniger Überfahrten auf der gleichen Fläche hat. Sie sind ja so groß wie ich, die, aber machen die wirklich nicht alles platt? Nee, machen sie nicht. Und was hier noch hinzukommt ist, man kann mit einer Reifendruckregelanlage den Druck ablassen und kriegt im Grunde ein plattes Rad, was dann noch mal breiter ist und auch länger in der Aufstandsfläche. Und dadurch verringert man eben Bodendruck, erhöht die Zugkraft und schont letztlich den Boden damit. Das heißt, man fährt quasi mit weichen, wabbeligen, mit Sanftpfoten über den Boden. Ich will wissen, wie das funktioniert und springe mit Christoph auf den voll digitalisierten Schlepper. Das System kann allein lenken und hilft dem Landwirt, die Maschinen zu steuern. Vielleicht sind dir schon mal die auffälligen Spurrinnen in einem Feld aufgefallen. Christoph versucht jedes Jahr an exakt derselben Stelle zu fahren, damit nur ein und dieselbe Stelle belastet wird und der restliche Boden sich so entwickeln kann, wie es eben natürlich ist. Dieser Rechner, der bedient im Grunde die Spritze, die wir jetzt hinten an der Maschine, an dem Schlepper hängen haben. Und genauso könnte man auch den N-Sensor darüber steuern. Das geht dann alles hier drüber. Die GPS-gesteuerte Düngetechnik erkennt im Feld das Blattgrün der Pflanze. Da ein Feld nie gleich grün ist, dementsprechend auch nicht die Pflanzen, kann Christoph dank der präzisen Arbeit der Kameras die Spritze aus- und wieder einschalten und die Fläche entsprechend ihrer Bedürfnisse und angepasst an den Pflanzenschutz düngen. Es gibt ja diesen Begriff vom Bodendenken. Was bedeutet das für dich? Ja, genau. Also der Ackerboden ist ja für uns das allerwichtigste Produktionsgut. Davon leben wir ja im Grunde. Wir brauchen einen gesunden Boden, einen vitalen Boden, um gesunde Pflanzen zu produzieren. Und die gesunden Pflanzen bedeuten dann nachher für uns wieder gesunde Nahrungsmittel. Welche Möglichkeiten gibt es, den Boden lebendig zu halten? Ja, da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, die wir hier auch schon umsetzen, auch schon ein bisschen länger. Wir bauen zum Beispiel nach einer Getreidefrucht, die wir im Sommer ernten, oftmals Zwischenfrüchte an, sogenannte Gründüngungen. Da wachsen dann Pflanzenmischungen hier auf der Fläche und speichern Nährstoffe, versorgen das Bodenleben mit Nahrung, und sorgen dann im weiteren Verlauf dafür, dass die nächste Kultur, beispielsweise hier die Zuckerrüben, mit diesen Nährstoffen versorgt werden. Also wir möchten nicht, dass der Acker blank über den Winter da liegt und unproduktiv ist. Und diese Zwischenfrüchte dienen uns da. Und das nicht nur dem Landwirt als Gründüngung, indem sie den im Boden vorhandenen Reststickstoff binden und durch Wurzelmasse zur Humusbildung beitragen. Gleichermaßen profitieren auch Insekten. Honigbienen, Hummeln und Schmetterlinge finden so reichhaltig Pollen und Nektar. Also gut, Bienen sind nicht nur wichtig für die Landwirtschaft, Bienen sind wichtig für die Welt, ne? Die Biene ist einer der Bestäuber und auch wir bauen Pflanzen an, die bestäubt werden wollen und müssen. Und insofern ist uns die Biene lieb. Also das ist ein Gesamtpaket, was wir machen. Und da gehört eine gewisse Einstellung dazu und da gehören Bienen dazu, da gehören Uferrandstreifen dazu. Viele Dinge, die vielleicht mancher nicht macht. Wie das insektenfreundliche Zwischenfruchtprojekt namens Magenta Blossom. Hier trifft Hightech auf Nachhaltigkeit. Gemeinsam mit Christian Seebauer von Geoxip und Christian Hammerschmidt von der Deutschen Telekom macht er auf 40 Hektar Ackerland gelebte Biodiversität möglich. Hallo. Hi. Hallo, Vanessa. Was genau wächst hier? Was ist das? Das Ganze sind mehr als 50 Wildkräuter und Blumen, die tatsächlich ein riesengroßes Telekom-Logo auf diese Fläche bringen und damit ein Zeichen setzen, dass die Telekom einen kleinen Beitrag zur Nachhaltigkeit in einem großen Format leistet.
Und inwieweit könnte Magenta Blossom einen Vorbildcharakter haben? Der Vorbildcharakter ist natürlich eigentlich immer gegeben, wenn sich große Konzerne, wie in dem Fall, mit Startups zusammentun und Dimensionen von etwas beleuchten und neue Dinge fördern, die es so eben noch nicht gab. Wir arbeiten hier zusammen mit Universitäten, die hier feststellen, wie hoch ist die Biodiversität und was tut sich alles hier im Vergleich zum konventionellen Acker. Man nennt das Echtzeitmonitoring. Die Hochschule Nürtingen will über Insektenkameras 24 Stunden am Tag auf dem konventionellen Zuckerrübenacker und im Magenta-Blossom-Feld die Insekten klassifizieren und zählen, um ein Ergebnis zur Artenvielfalt auf beiden Flächen vergleichen zu können. Man muss sich nur mal vorstellen, auf diesem Acker sind ungefähr 3,2 Millionen Zuckerrüben angebaut, konventionell. Das sind schon Dimensionen, die schwer fassbar sind. Aber es sind, glaube ich, 21,7 Millionen einzelne Wildkräuter und Feldblumen, die das Logo bilden. Also eine unglaubliche Vielfalt. So etwas hat es, also ich denke, noch nie gegeben in dieser Art. Wir haben da über 50 verschiedene Sorten und darunter auch Raritäten, also ganz seltene Pflanzen, die früher zu Hause waren auf unseren Äckern. Da sind Pflanzen dabei, wieder kleine Feldrittersporen und alles Mögliche, was auf der roten Liste steht, was selten ist. Und das darf hier wieder wachsen. Warum trägt dieses Projekt zur Biodiversität bei? Wir haben hier auch Pflanzen, die jetzt nicht nur zur Farbe Magenta beitragen sollen, sondern wir haben Tiefwurzler drin, die wirklich Stickstoff binden können, natürlich düngen können. Und all das trägt zum Bodenleben bei, zur Biodiversität. Und das kann die Biotope vernetzen. Das heißt, hier auf den Feldern können die Insekten wieder reinfliegen, können was machen, können selber dafür sorgen, dass sich das regeneriert und dass die Natur einfach hier eine Heimat findet. Wir haben gelernt, wie wichtig diese kleinen Tierchen für den Ackerbau sind. Grund genug, sich noch genauer mit denen zu beschäftigen. So wie Patrick Köhler. Er ist CBO, Chief Bee Officer. Klingt komisch, ist aber so. Und wie das dazu kam, das erzählt er uns jetzt. Ja, genau. Den Chief Bee Officer, den gibt es tatsächlich bei uns im Konzern. Mein Name ist Patrick Köhler. Ich bin Senior Innovation Manager bei T-Systems. Und mit ganz vielen anderen Imkerinnen und Imkern im Konzern sind wir die Bieneninitiative. Was wir hier haben, sind Bienenvölker, die mit einer digitalen Waage ausgestattet sind, mit unserem IoT-System. Was glaubt ihr denn, was das für einen Vorteil hat, wenn ich da so eine Bienenwaage unten drunter habe? Ja? Dass man vielleicht rechtzeitig das Honig rausholt. Ganz genau, dass man rechtzeitig den Honig mit rausholt. Und das kann ich dann an meinem Handy sehen und weiß dann genau, wann der perfekte Zeitpunkt gekommen ist. Ja. BNI hat den Hardware-Sensor mitgestellt, hat den damals mit aufgebaut aus einer Idee von zwei Studenten, die das mitentwickelt hatten. Die messen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und auch die Brutraumtemperatur. Die ist ein riesiger Mehrwert für den Imker. Das heißt, ich sehe sofort im Frühjahr, wann die Königin in Brut geht. Und auch durch die Kälteperioden kann ich erkennen, geht es meinem Bienenvolk gut, sinkt die Temperatur zu stark, muss ich als Imker ausrücken und eingreifen, aber auch nur dann. Ansonsten lasse ich die Bienen in Ruhe und die können ihre Arbeit ohne mich machen. Oh, der ist ja richtig schwer, guck mal. Da ist ja viel, viel mehr. Der wiegt jetzt schon gute 3 Kilo. Und da seht ihr schon, ist die Hälfte schon verdeckelt. Also perfekter Zeitpunkt auch von der Temperatur, was wir jetzt aktuell haben, von der Jahreszeit. Die Herausforderung aktuell bei den Honigbienen ist die Varroa-Milbe. Die Varroa-Milbe ist ähnlich wie bei uns Menschen eine Art Zecke, die saugt dann eben die Flüssigkeit, das Blut der Bienen mit aus. Das setzt den Bienenvölkern sogar so stark zu, dass einige Kolonien komplett eingehen. Wir haben an den Bienenvölkern, die wir jetzt hier im Innovation Center mit stehen haben, eine Spezialkamera montiert, die im 830 Nanometer Wellenlängenbereich filmt, die Bienen dann dadurch nochmal stärker hervorhebt und die Varroa-Milbe leichter erkennen lässt und haben dann einen Algorithmus trainiert. Das heißt, digitale Bienenvölker müssen weniger oft geöffnet werden. Ich muss weniger oft die Waben dann mit rausziehen und die Bienen bleiben insgesamt ruhiger. Und je ruhiger die Bienen sind, je weniger ich eingreife, desto gesünder sind sie am Ende dann auch. Den Honig, den wir an unseren Standorten produzieren, füllen wir dann in unserem weltweit ersten digitalen Honigglas mit ab. Was macht das Glas so besonders? In dem Glas ist ein NFC-Chip mit aufgebracht und dadurch kann ich dem Endkunden viel, viel mehr Informationen bieten, als auf dem Etikett überhaupt Platz hätten. Wo kommt denn der Honig eigentlich her? Was sind dann für Inhaltsstoffe mit drin? Kann aber auch für mich im Prozess Daten herauslesen, zum Beispiel, wie oft wurde denn so ein Honigglas recycelt und hat dann damit eine deutlich bessere CO2-Bilanz.
Bei den Green Pioneers haben wir ungefähr 300 Mitarbeitende im Konzern, die sich für diese nachhaltigen Projekte mit engagieren. Davon sind ca. 30, 35 Imker. Das ist aber jetzt nicht das, womit wir die Welt komplett retten können, sondern nur ein bisschen. Das heißt, wir schaffen eine Veränderung des Mindsets, einmal natürlich bei uns selbst und auch hoffentlich auch bei anderen, indem wir die Ideen und die Erfolge damit weitertragen können. Helfen wir der Biene, ist auch unser Teller voll. Denn lebensnotwendiges Essen hängt auch mit der Bestäubung durch diese süßen kleinen Bienchen zusammen. Aber natürlich auch grundsätzlich mit der heimischen Landwirtschaft, denn die ist systemrelevant. Regionale Produkte, heimische Landwirtschaft, was denken die Bürger so dazu? Das möchte ich wissen. Immer nur meckern? Nee, das geht so nicht. Einfach mal die Kresse halten. Das ist witzig, ne? Ich ernähre mich sehr gerne saisonal, also ich achte wirklich auf die Produkte, was ist gerade saisonal, und dann wähle ich meine Produkte aus. Ich möchte, dass die Landwirtschaft bei uns erhalten bleibt. Ja, finde ich ganz wichtig. Und ich möchte nicht, dass die Sachen alle von so weit herkommen und mit langem Transport und Plastikverpackungen hier ankommen und danach nichts schmecken. Wovon machst du abhängig, wo du einkaufen gehst? Mittlerweile vom Preis. Der Preis spielt auch eine Rolle, aber wenn ich sehe, dass ein Produkt, also an Obst und Gemüse zum Beispiel regional produziert wurde oder hergestellt wurde, dann macht das das auf jeden Fall attraktiver. Ich habe das Gefühl, dass durch diese großen Industrien, die nur noch fordern von den Landwirten, gar nicht mehr in den Landwirt fragen, sondern du musst das und das, sonst kannst du nicht weiter existieren. Dadurch ist das Wort Landwirtschaft, ja, ich glaube sogar schon ein bisschen zu Romantik geworden. Kaum zu glauben, aber Anfang des 20. Jahrhunderts ist die Landwirtschaft größter Arbeitgeber in Deutschland. Ein Bauer erzeugt damals im Schnitt Erträge für 4 Personen. Heute ernährt ein Bauer statistisch 139 Menschen und nur noch 2-3% der Erwerbstätigen arbeiten in der Landwirtschaft. Möglich wurde diese Entwicklung durch stetigen technischen Fortschritt, aber müssen wir die Welt vielleicht doch wieder etwas mehr romantisieren? Ich spüre hier zumindest unter den Konsumenten eine große Wertschätzung gegenüber den Bauern, die tagtäglich Enormes unter klimatischen und Wetterbedingungen leisten für unsere Nahrungssicherung und Beschaffung. Ich habe schon das Gefühl, dass viele Leute bewusst einkaufen oder zumindest bewusst einkaufen wollen. Der Ansatz ist richtig und wichtig. Das wurde mir auf dem Deutschen Bauerntag in Münster bestätigt. Was kann ich denn auch als einzelner Mensch tun, um die Landwirte in Deutschland zu unterstützen? Deutsche Lebensmittel zu kaufen. Also zum einen wirklich beim Einkauf drauf zu achten, was kaufe ich, wo kommt das her, und wirklich auch teilweise das Gespräch zu suchen und zu sagen, wo können wir euch dann eigentlich unterstützen und wie machen wir das? Also ich kann natürlich nicht in der Umfrage ständig sagen, ich möchte regionale Produkte mit hohem Tierschutzniveau und dann zum Discounter gehen und spanisches Schweinefleisch kaufen. Ja, das funktioniert nicht. Um einen Überblick zu bekommen, was ist regional, was ist saisonal, von unseren heimischen Landwirten gibt es auch ein paar Apps und die stelle ich euch jetzt mal vor. Ich bin vor allem über 2 Apps gestolpert. Eine davon ist der Saisonkalender. Super praktisch, weil total übersichtlich angezeigt wird, wann welches Obst und welches Gemüse hier Hochsaison hat. Und andersrum, wann wir in Deutschland viel importieren. Beispiel Brokkoli. Willst du saisonal einkaufen, bietet sich zum Beispiel der Juni an. Die zweite App ist die Regio-App. Der Name ist Programm. Wenn ich regionale Produkte einkaufen möchte, wird mir aufgelistet, wo das in der Nähe geht. Ich kann sogar gezielt nach speziellen Wünschen suchen. Nehmen wir doch mal Tomaten. Und zack, sehe ich, welche Anbieter es gibt, die Regionalität großschreiben. Benefits für Gesundheit und Umwelt mit nur wenigen Klicks und Swipes. Gefällt mir. Zurück zum Bauerntag. Ich bin gerade in Münster und hier läuft aktuell die Mitgliederversammlung des Deutschen Bauernverbands, wie man ganz unschwer erkennen kann. Ein Thema dabei ist Zukunftsbauern. Das heißt, die Landwirte diskutieren gemeinsam über die Lösungen der Probleme von morgen. Und das schaue ich mir jetzt mal an. Eröffnet wird der Bauerntag von Präsident Joachim Ruckwied. Er ist selbst Landwirt und bewirtschaftet insgesamt eine Fläche von 362 Hektar. Das entspricht ca. 500 Fußballfeldern. Seine Vision für die Zukunft ist ganz klar. Wir sagen ganz klar, unmissverständlich und eindeutig ja zu einer Landwirtschaft, die noch mehr Umweltschutz, die noch mehr Tierwohl, die noch mehr Klimaschutz integriert
Und wie das gelingen kann, wird hier in Münster heiß diskutiert. Während der Diskussion habe ich mich auch mal unter die Leute gemischt. Welche Herausforderungen sehen Sie für die Landwirtschaft in den nächsten Jahren? Die ganzen Umweltthemen, Artenschutz, Biodiversität. Wie definierst du einen Zukunftsbauer? Jung, dynamisch, in die Zukunft blickend, trotz der ganzen Schwierigkeiten und die Leidenschaft an der Landwirtschaft nicht verliert. Ist nicht eigentlich genau regional und saisonal das, was zukunftsträchtig ist? Eigentlich wieder zurück zu vor, keine Ahnung, 60 Jahren. Es war ein Schritt zu weit. Es war ein Schritt zu weit für uns persönlich, für die Umwelt. Und es ist eigentlich für alles besser, wenn wir wieder versuchen, wie früher das zu machen. Vielleicht wissen wir auch, dass Regionalität und Saisonalität wichtig ist. Und wir sind einfach ein bisschen zu faul. Wen meint sie jetzt damit? Der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbands, Bernhard Krüsken, adressiert seine Message da etwas gezielter an jeden Einzelnen von uns. Jeder kann die Nachfrage nach höherwertigen Produkten gezielt ausüben. Da gibt es also keine Grenze. Wir machen diese Angebote als Landwirtschaft und natürlich wäre es dann gut und richtig und wünschenswert, wenn auch die Verbraucherschaft da ein entsprechendes Echo gibt. Wenn wir schon über Zukunft reden, natürlich auch über Digitalisierung. Welche Rolle spielt die Digitalisierung für die Landwirtinnen und Landwirte in Zukunft? Das ist kein neues Thema. Der Zug rollt schon. Und er rollt schon seit 20 Jahren. Wir brauchen diese Technik. Alleine die Digitalisierung rettet uns nicht. Das ist richtig, aber sie ist ein wichtiges Werkzeug. Und schauen Sie auf die Betriebe, schauen Sie in die Maschinen, schauen Sie in die Software, die auf den Betrieben läuft. Das ist alles schon in vollem Gang. Und einen Gang zulegen, das können wir alle für ein nachhaltiges Miteinander. Es geht dann irgendwie darum, gemeinsam als Gesellschaft halt rauszufinden, wie wir das machen können. Das ist einfach zu einfach, die Verantwortung komplett auf die Landwirte abzuwälzen. Denn wie so oft, auch wir selber können aktiv werden. Und um mir zeigen zu lassen, wie, habe ich mir einen Top-Experten an die Seite geholt, nämlich den Gartencoach Markus. Schön, dass ihr heute hier seid. Schön, dass ihr meinen Garten besuchen möchtet. Als eben der Gartencoach ist er bei YouTube aktiv und extrem beliebt. Er gibt leicht verständliche Tipps und Tricks für Gründäumlinge oder die, die es werden wollen. Wenn ich jetzt zu Hause anfangen will, bewusst anzupflanzen, was ist so der erste Step, den ich gehen muss? Der erste Step ist, dass du loslegst. Es ist egal, wie groß oder wie klein dein Garten ist, du kannst anfangen, selbst Sachen für deine Küche und für deinen Magen anzubauen. Anfängerfreundlich sind hierzulande unter anderem Erbsen und Bohnen, Radieschen und Rucola. Also was du da siehst, das sind Kletter-Snack-Gurken. Und extra, weil du heute da bist, habe ich für dich meine nämlich nicht geerntet. Die darfst du heute ernten. Das ist jetzt die Gurke, die ich mir mal... Ja, genau. Das ist eine Snack-Gurke. Ah, die kann ich jetzt auch einfach so essen. Ja, hau rein. Ja, knackig. Lecker. Während Gurken zum Beispiel die Sonne lieben, gibt es auch Möglichkeiten, wenn man beispielsweise keinen Südbalkon hat. Spinat oder Kräuter wie Petersilie und Schnittlauch mögen es auch etwas schattiger. Es muss kein großer Garten sein, um Urban Farming zu betreiben. Und streng genommen noch nicht mal ein Balkon. Ein Fenster reicht für Tomätchen aus. Das Tolle daran ist, diese Balkontomate, die braucht keinen Stab. Die lässt du so, wie sie ist, aus dem Balkonkasten nach unten runterhängen. Das heißt aber, ich müsste noch nicht mal einen Balkon haben, sondern kann ich auch einfach das Fenster runterwachsen lassen. Na klar. Heißt, es gibt keine Ausreden mehr, nicht selbst anzupflanzen. Eine Art Urban Farming 2.0 macht die ECF Farm in Berlin. Sie produziert Barsche und Basilikum nach dem Prinzip der Aquaponik. Das Wasser aus der Fischhaltung wird aufbereitet, um das Basilikum mit Nährstoffen zu versorgen. Ressourcensparende Landwirtschaft mitten in der Stadt. Spannend ist, der Gartencoach pflanzt nicht nur, nein, er hält auch eigene Honigbienen. Ich habe die Ehre, sogar selbst zu kosten. Respekt an eure Arbeit, liebe Bienen. Und jetzt habe ich dir meine Löffel mitgebracht. Du nimmst den und jetzt darfst du dir mal hier etwas von dem Honig abschaben. Ja, Wahnsinn. Mehr Natur geht ja eigentlich gar nicht, ne? Für Markus ist klar, wenn wir eigenhändig anbauen, dann bekommen wir auch eine gesunde Ehrfurcht vor der Umwelt. Wenn wir selber in der Lage sind, Gemüse anzubauen im Garten, werden wir viel feinfühliger für das, was unsere Natur und Mutter Erde gerade in Bedrängnis bringt. Feinfühlig zum Beispiel für den Umgang mit unserem Wasser. Unsere Lebensressource Nummer 1 gerät zunehmend unter Druck. Langanhaltende Trockenheit lässt in manchen Regionen den Grundwasserspiegel sinken. Um künftig auch noch genug sauberes Wasser für alle zu haben, testet der Landkreis Diepholz aktuell ein nachhaltiges Wassermanagement in der Landwirtschaft.
Eine Reaktion auf den Klimawandel sind auch Solaranlagen auf dem Feld. Die Module auf Stelzen erzeugen Strom, darunter wachsen Nutzpflanzen und der Schatten hilft beim Wassersparen. Ganz klar, die Landwirtschaft ist ein großer Hebel, um die Probleme unserer Zeit anzugehen. Doch können wir das den Landwirt nicht allein lösen lassen? Die gestiegenen Anforderungen an Produktivität und Nachhaltigkeit stellen Agrarbetriebe vor neue Herausforderungen. Landwirte mit digitalen Lösungen optimal für die Zukunft zu rüsten, das hat sich Professor Dr. Dörr zur Aufgabe gemacht. Ich treffe den Smart Farming Experten auf dem Hofgut Neumühle in Rheinland-Pfalz. Am Fraunhofer IESE in Kaiserslautern entwickelt er mit seinem Team Softwarelösungen für die Landwirtschaft. Im Labor der TU Kaiserslautern arbeitet er im Kleinen an Lösungen, die hier in der Fläche irgendwann auch im Großen getestet werden. Was genau bedeutet Digitalisierung für die Landwirtschaft? Na, wir sprechen davon, das ist die Softwareunterstützung, damit man die Arbeitsprozesse des Landwirts und der Landwirtin, also das, was man auf dem Feld macht oder im Stall macht, aber auch die Geschäftsprozesse, also das Management der Farm, entweder optimieren oder sogar auch automatisieren kann. Und da kommt das Hofgut Neumühle ins Spiel, denn der pfälzische Ausbildungsbetrieb ist eine sogenannte Open Data Farm. Hier werden Daten erhoben und aufbereitet, die den Landwirten langfristig ein smartes Management des eigenen Betriebes ermöglichen sollen. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ein Cockpit, was der Landwirt oder die Landwirtin hat, wo er sehen kann beispielsweise oder sie, wo sind meine Maschinen, wo sind meine Mitarbeitenden. Ne? Weil wenn der Betrieb ein bisschen größer ist, ist das gar nicht mehr so trivial. Wo habe ich auf dem Feld was gemacht in der Vergangenheit? Welche Kultur habe ich angebaut? Wie viel habe ich da gedüngt? Welchen Pflanzenschutz habe ich ausgebracht? Aber er sieht für sich oder sie sieht für sich auch, welchen Ertrag habe ich damit erzielt. So viel zur Theorie. Jetzt will ich aber wissen, wie Digitalisierung in der Praxis aussieht. Auf den Experimentierfeldern von Hofgut Neumühle bin ich mit Johannes Steinfort verabredet. Er ist Leiter des Ausbildungsbetriebes und erforscht Drohnen und autonome Roboter zur Unkrautbekämpfung, speziell dem Ampfer. Das ist eben ein Roboter, der von Kollegen von der Technischen Uni in Kaiserslautern entwickelt bzw. entworfen wurde. Dieser Roboter dient eben der Ampferbekämpfung im Grünland. Das Ganze funktioniert so, dass dieses System mit einer Drohne, die auch hier hinter uns steht, im ersten Schritt funktioniert. Die Drohne fliegt beispielsweise jetzt hier über diese Fläche, macht dann Bilder von der Fläche. All diese Ampferpflanzen bekommen Punkte und diese fährt der Roboter dann wie von Geisterhand ab, bekämpft dort zielgerichtet den Ampfer und erledigt dann die Arbeit hier auf dem Feld. Das spart natürlich Pflanzenschutzmittel. Was gibt es noch für Vorteile? Du musst dir das so vorstellen, bevor es jetzt Techniken gegeben hat wie diesen Roboter, muss der Landwirt über die Fläche laufen und sie zum Beispiel händisch ausgraben. Oder er muss diese Fläche mit einer Pflanzenschutzspritze abfahren. Auch das kostet sehr viel Zeit. Dann ist es so, überall dort, wo ich kein Pflanzenschutzmittel einsetze, schone ich natürlich auch die Fläche, die Pflanzen, die Tiere. Es ist ein Vorteil für die Biodiversität. Und am Ende schont weniger Pflanzenschutzmittel natürlich auch den Geldbeutel. Man kann sagen, bisher hat die Digitalisierung das Aussehen von Mähdrescher, Trecker und Co. nicht wesentlich verändert. Aber sie hilft dabei, personaleffizienter zu arbeiten, die Landmaschinen zu steuern und umwelt- und vor allem bodenschonend zu wirtschaften. Denn eins habe ich gelernt, wenn wir den Boden nicht hinkriegen, dann kommen auch die Roboter nicht weiter. Übrigens, smarte und digitale Lösungen gibt es auch für Hobbygärtner. Und die will Tobi mal ausprobieren. Es ist ja so, dass nicht nur die Landwirte sich um ihre Böden und die Erträge sorgen, sondern auch Hobbygärtner wie du. Und deswegen habe ich dir ein smartes Wassermanagementsystem mitgebracht und hoffe, du hast Bock, das mit mir auszuprobieren und auszupacken. Ganz schön viele Teile, aber mein Kumpel Nico hat ein Interesse, dass sein Gärtchen wächst und gedeiht und es ist tatsächlich deutlich einfacher zusammenzubauen, als es aussieht. Hat ein bisschen was von Lego für Erwachsene. Zwischen all den ganzen Schläuchen und diversen Anschlüssen sehen diese drei Objekte aber am wichtigsten aus. Was genau ist zum Beispiel dieses Teil? Ja, das kommt gleich an den Wasserhahn. Das verschrauben wir hier und dann geht hierüber die Wasserleitung dann in das System, was wir gleich verbauen werden, direkt zur Pflanze. Und das ist ein smartes System. Also hier ist es miteinander verbunden über Funk, über das WLAN. Und das hier ist ganz spannend. Das kommt nämlich gleich in den Boden rein und das kann auf jeden Fall die Trockenheit des Bodens messen und selbstständig auch dem Gerät sagen, hey, Wasser nachspielen. Ein großer Schlauch und viele kleine, die an ihn angeschlossen sind, um dann zu den Pflanzen und Beeten verlegt zu werden, die durstig sind. Die Schläuche kann man mit Haken im Boden festmachen und die kleinen Wasserspender dort platzieren, wo sie hin sollen. Es fällt also fast nicht auf und das finde ich gut.
Durch Drehen an den blauen Verschlüssen kann übrigens eingestellt werden, wie viel Wasser rauskommen soll. Also Tobi, Wassermarsch? Wassermarsch. Tatsache. Hier läuft's raus. Funktioniert's? Optimal. Die Vorteile liegen auf der Hand. Selbst von unterwegs kann es heißen, Wassermarsch mit der Magenta Zuhause-App. Oder man kann eigene Timings festlegen, heißt zeitlich gesteuerte Bewässerung. Das heißt, das Wasser kommt nur da raus, wo es benötigt wird und ist deswegen eigentlich total effizient. So soll es sein. Und so soll es sein in einer Insektenblühinsel. Ein wildes Treiben von Bienen, Hummeln und Schmetterlingen mitten im Pflanzen-Eldorado. Hier auf dem Wildblumenlehrpfad im Magenta Blossomfeld erlebst du Biodiversität hautnah. Reingehen, Pflanzen riechen, schmecken und Tiere glücklich summen hören. Und falls du dich fragst, warum wir dieses alberne Kostüm immer noch anhaben. Die Biene steht stellvertretend für das Artensterben und wir machen uns zu ihren Botschaftern. Und das nicht ganz uneigennützig, denn retten wir den Boden, retten wir auch die Biene und damit uns selbst. Unsere heutige Landwirtschaft steht vor vielen Herausforderungen, aber auch vor Chancen, um nachhaltige und effiziente Methoden zu entwickeln, die unsere Bedürfnisse und die Gesundheit des Planeten gleichermaßen berücksichtigen. Und hey, die systematische Landwirtschaft gibt es seit über 12.000 Jahren und irgendwie hat die es immer geschafft, sich dramatischen Einschränkungen und Umstellungen anzupassen. Deswegen kommen wir nicht umhin, die Zukunft gemeinsam zu planen. Das riecht ja förmlich nach Happy End, aber von uns beiden macht ja heute keiner mehr die Fliege. Obwohl, wie kommen wir eigentlich aus den Dingern hier raus? Um die Welt zumindest ein bisschen zu retten, behalte ich meins auch ewig an.